Die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. In diesem Buch geht es darum, wie du enorm viel Zeit gewinnen kannst, um sie für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben zu nutzen. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die keine Lust haben, ein ganzes Leben lang 8 Stunden pro Tag zu arbeiten, nur um erst am Ende ihrer Lebensreise belohnt zu werden. Wenn das auf dich zutrifft, könnte Timothy Ferriss ein inspirierendes Vorbild sein. Auch Ferriss arbeitete so hart, dass er 2004 einen Burnout erlebte, der ihn zu einer Auszeit zwang. In der Folge bereiste er die Welt und entdeckte, dass er ein profitables Unternehmen von nahezu jedem Ort der Welt aus mit minimalem Arbeitsaufwand führen konnte. Seine Erfahrungen und Erkenntnisse aus dieser Zeit flossen in sein Buch Die 4-Stunden-Woche ein. Aber Moment mal, nur 4 Stunden Arbeit pro Woche? Kann das wirklich funktionieren? Diese Zusammenfassung der Kapitel dieses Buches wird dir Schritt für Schritt erklären, wie die sogenannten neuen Reichen, zu denen auch Tim Ferriss gehört, genau das erreichen und was sie so besonders macht. Im Gegensatz zu den alten Reichen, der traditionellen Oberschicht, die oft durch Immobilien und Besitz an einen festen Ort gebunden ist, sind die neuen Reichen wohlhabende Weltenbummler. Sie genießen die Freiheit, über ihre Zeit zu verfügen und sind ortsunabhängig. Außerdem wurden sie nicht bereits mit großem Vermögen geboren, sondern haben ihren Reichtum durch die Automatisierung ihres Einkommens und die Einführung umsatzstarker Produkte selbst geschaffen. Es gibt tatsächlich ein bewährtes Rezept für diesen Lebensstil. In den kommenden Kernaussagen zu jedem Kapitel wirst du erfahren, wie auch du mit nur wenigen Arbeitsstunden pro Woche dieses Ziel erreichen kannst. Du wirst lernen, wie du das Pareto-Prinzip effektiv nutzen kannst, wie du ein automatisiertes Einkommen aufbaust und wie du Mini-Ruhestände in der Gegenwart organisieren kannst. Damit wird es möglich sein, mehr Zeit für die Dinge zu haben, die wirklich zählen. Kernaussage 1: Für die neuen Reichen bedeutet Reichtum, im Hier und Jetzt ein luxuriöses Leben zu führen. Oft herrscht die weit verbreitete Vorstellung vor, dass man sein ganzes Leben lang hart arbeiten und Geld anhäufen muss, um erst in der fernen Zukunft einen wohlhabenden Ruhestand genießen zu können. Viele Menschen verbringen ihre besten Jahre in Bürojobs, die ihnen keine Freude bereiten. Sie schieben ihr Glück auf die Zeit nach der Arbeit und träumen von einem goldenen Ruhestand. Doch oft stellen sie dann fest, dass das Leben an ihnen vorbeigezogen ist. Die neuen Reichen hingegen erkennen, dass der richtige Zeitpunkt, ihre Träume von einem luxuriösen Leben zu leben, genau jetzt ist. Sie glauben nicht an die Vorstellung, sich alles irgendwann zu gönnen. Ein häufiger Irrtum besteht darin anzunehmen, dass ein erfülltes Leben nur mit großem Reichtum möglich sei. Und um diesen zu erreichen, müsse man sein Leben lang arbeiten. Doch die meisten Vorstellungen von einem millionärsähnlichen Lebensstil, wie ausgedehnte Reisen, extravagante Hobbys und Freiheit, sind auch ohne Millionen auf dem Bankkonto realisierbar. Dieser Lebensstil kann sogar kostengünstiger sein, als viele vermuten. Für einen luxuriösen Lebensstil sind vor allem Flexibilität und Mobilität entscheidend. Die Fähigkeit, jederzeit das zu tun, wonach einem gerade ist. Solche Freiheiten sind schwerlich mit einer herkömmlichen 40-Stunden-Woche vereinbar. Kernaussage 2: Definiere deine eigenen Regeln und werfe negative Glaubenssätze über Bord. Die neuen Reichen gestalten die Regeln und Konventionen der Arbeitswelt nach ihren eigenen Vorstellungen und entkoppeln ihr Einkommen von ihrer Arbeitszeit. Du kannst ebenfalls eigene Spielregeln schaffen und dich Schritt für Schritt mit der Deal-Formel auf dem Weg zu Reichtum bei kürzerer Arbeitswoche begeben. Die Deal-Formel steht für Definition. Um deinem Ziel eines luxuriösen Lebens mit mehr Freizeit und weniger Arbeit näher zu kommen, musst du deine Alltagskomfortzone verlassen und dich Herausforderungen stellen. Dies erfordert, dass du tief verwurzelte Ängste und Glaubenssätze ablegst und deine Sichtweise neu definierst. Du solltest beispielsweise den Gedanken aufgeben, dass der Ruhestand die einzige Erlösung von der Arbeit ist. Stattdessen setze dir das Ziel, zwischen intensiveren Arbeitsphasen und Mini-Ruheständen in deinem aktuellen Leben zu wechseln. Ein Mini-Ruhestand bedeutet, dass du dir regelmäßig Auszeiten von einigen Monaten nimmst, um beispielsweise in aufregende Reiseländer zu gehen oder neue Fähigkeiten zu erlernen. Eliminieren. Du solltest dich von dem Gedanken verabschieden, dass du klein starten musst. Stattdessen verfolge von Anfang an große und unrealistische Ziele. Während die meisten Menschen sich mit Durchschnitt zufrieden geben, wirst du weniger Wettbewerb und mehr Chancen finden, wenn du die Spitze anstrebst. Oft ist es einfacher, das Unrealistische zu erreichen, da du weniger Mitbewerber auf diesem Weg hast. Automation.
Es gibt viele sinnlose Aufgaben während der regulären Arbeitszeit, die du eliminieren kannst, ohne die Qualität deiner Arbeit zu beeinträchtigen. Automatisiere Aufgaben und Prozesse, um mehr Freizeit zu gewinnen. Liberation. Warte nicht auf den perfekten Zeitpunkt, um deinen Job zu kündigen. Dieser Zeitpunkt wird nie kommen. Denk daran, dass ein Sprung ins kalte Wasser oft notwendig ist, um deinen Traum von einem freien Leben, ähnlich dem eines Millionärs, zu verwirklichen. Die neuen Reichen definieren ihre eigenen Regeln, befreien sich von traditionellen Vorstellungen und setzen sich mutig für ihre Ziele ein. Du kannst dasselbe tun, um ein Leben mit mehr Freiheit und Luxus zu erreichen. Kernaussage 3. Echte Produktivität folgt dem Prinzip, weniger ist mehr. Der traditionelle 8-Stunden-Arbeitstag ist veraltet und oft wenig aussagekräftig in Bezug auf tatsächliche Leistung. Vielen Menschen geht es eher um geschäftige Betriebsamkeit als um echte Produktivität. Sie verbringen ihre Tage mit unwichtigen Aufgaben, wie dem Sortieren von E-Mails oder dem sinnlosen Papierkram, um den Eindruck zu erwecken, produktiv zu sein. Die Zeit, die mit Arbeit verbracht wird, ist nicht entscheidend für die tatsächliche Produktivität. Die neuen Reichen befreien sich von dieser starren Vorstellung und setzen auf das Ziel, mehr mit weniger Arbeit zu erreichen. Effizienz, also die effiziente Erledigung von Aufgaben, ist nicht ihr vorrangiges Ziel. Stattdessen geht es um Effektivität. Sie konzentrieren sich auf Aufgaben, die sie ihren persönlichen Zielen näher bringen. Denn selbst die effizienteste Bearbeitung unwichtiger Aufgaben macht diese nicht wichtiger. Das Pareto-Prinzip, auch als 80-20-Regel bekannt, spielt eine entscheidende Rolle. Es besagt, dass etwa 80% der Ergebnisse mit nur 20% des Aufwands erzielt werden. Die neuen Reichen erkennen, dass der Großteil dessen, was sie tun, tatsächlich wirkungslos ist. Auf dem Weg zur 4-Stunden-Woche geht es darum, unnötige Tätigkeiten zu eliminieren, um sich auf das wirklich Wichtige zu konzentrieren. Kernaussage 4. Durch das Einhalten einer Informationsdiät und das Eliminieren von Zeitdieben kann man erheblich Zeit sparen. Viele alltägliche Tätigkeiten lassen sich eliminieren, ohne die Arbeitsqualität zu beeinträchtigen. Um herauszufinden, welche Aufgaben wichtig sind und welche Zeitverschwendung, kann man sich folgendes Gedankenexperiment vorstellen. Wenn jemand eine Pistole auf die Brust setzt und verlangt, dass 4/5 der täglichen Aufgaben gestrichen werden, sollte man sich fragen, wäre ich zufrieden, wenn dies die einzige Aufgabe wäre, die ich heute erledige? Auf dieser Grundlage kann man entscheiden, welche Aufgaben gestrichen werden können. Häufige Zeitdiebe sind beispielsweise Meetings. Diese sind nur dann sinnvoll, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen und sollten klare Agenden und Zeitvorgaben haben. Wenn man das Gefühl hat, bei einem Meeting unnötig zu sein, sollte man nicht daran teilnehmen. Geschäftliche Gespräche sollten nicht zu unproduktiven Plaudereien verkommen. Es ist ratsam, diese direkt auf das eigentliche Thema zu lenken. Dies kann durch den Austausch von »Wie geht es Ihnen?« gegen »Was kann ich für Sie tun?« oder durch den Beginn des Gesprächs mit »Ich habe leider nur 2 Minuten Zeit« erreicht werden. Eine konsequente Informationsdiät ist ebenfalls hilfreich, da der Konsum von Medien viel Zeit verschlingt und ablenken kann. Selektive Ignoranz, bei der nur relevante Informationen konsumiert werden, kann dazu beitragen, Zeit zu sparen. Eine Medienfastenkur, bei der man eine Woche lang keine Zeitungen, Zeitschriften oder das Internet nutzt, kann einen guten Startpunkt bieten. Stattdessen kann man sich kurze Updates von informierten Kollegen holen oder von anderen die wichtigsten Ereignisse erzählen lassen. Zudem muss man nicht jedes Buch zu Fachthemen selbst lesen. Stattdessen kann man sich an Experten wenden, die komplexe Inhalte in Workshops vermitteln und Fragen beantworten können. Dies spart Zeit und führt zu besseren Ergebnissen, da das Wissen bereits aufbereitet ist. Kernaussage 5. Produktivität bedeutet, in möglichst kurzer Zeit viel zu erreichen und sich auf Aufgaben zu konzentrieren, die die eigenen Ziele voranbringen. Nach der Eliminierung bleiben nur die Aufgaben übrig, die diese Frage mit einem klaren Ja beantworten können und höchste Priorität verdienen. Die wichtigsten Aufgaben sollten zuerst angegangen werden, idealerweise so, dass sie bis zum Mittag erledigt sind. Das Prüfen von E-Mails am Morgen sollte vermieden werden, da E-Mails oft Zeit verschwenden. Ein guter Ansatz ist, E-Mails nur mittags und abends zu bearbeiten. Mit der Zeit kann man auf eine wöchentliche Bearbeitungsfrequenz umsteigen. Um das Umfeld an diese neue Gewohnheit zu gewöhnen, kann eine Autobenachrichtigung eingerichtet werden, die auf Wartezeiten hinweist.
Gleichzeitig sollte das Umfeld lernen, dass nur dringende Anfragen einen Anruf oder ein persönliches Gespräch rechtfertigen, da die meisten Angelegenheiten genauso gut in einer E-Mail festgehalten oder auf die Mailbox gesprochen werden können, um auf eine Bearbeitung zu warten. Dies ermöglicht die Bündelung vieler kleiner Anliegen und spart Zeit, da unnötige Unterbrechungen vermieden werden. Um jedoch eine 4-Stunden-Woche zu erreichen und die Freiheit zu erlangen, von überall aus zu arbeiten, muss man sich von einem festen Arbeitsort lösen. Dies wird in den folgenden Kernaussagen behandelt. Kernaussage 6. Der Lifestyle der neuen Reichen zeichnet sich durch uneingeschränkte Mobilität aus, was bedeutet, dass sie ihre Geschäfte von praktisch jedem Ort auf der Welt ausführen können. Dies erreichen sie, indem sie ein Produkt entwickeln, das ein hohes automatisiertes Einkommen generiert. Für viele Menschen mag es schwierig sein, aus ihrem Angestelltenverhältnis auszusteigen und ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass auch Angestellte die Freiheit haben, um die Welt zu reisen, ohne zwangsläufig ihren Job aufgeben zu müssen. Dies kann durch die folgenden Schritte erreicht werden. Erstens, mache dich unentbehrlich, indem du Weiterbildungen besuchst und Expertise aufbaust, die sonst niemand in deinem Unternehmen hat. Wenn dein Arbeitgeber in dich investiert hat und dich nicht leicht ersetzen kann, ist es einfacher, ihn von der Möglichkeit der Telearbeit zu überzeugen. Zweitens, stelle einen Testzeitraum vor, um deinen Vorgesetzten von der Effektivität des Remote-Arbeitens zu überzeugen. In diesem Testzeitraum kannst du beweisen, dass du von zu Hause aus oder von jedem anderen Ort aus genauso produktiv oder sogar produktiver arbeiten kannst. Drittens, arbeite daran, Aufgaben zu delegieren und andere Mitarbeiter anzuleiten, um Aufgaben für dich zu übernehmen. Nachdem du unwichtige Aufgaben eliminiert hast, kannst du einen persönlichen Assistenten einstellen, um die verbleibenden wichtigen Aufgaben zu erledigen. Diese Investition kann sich auszahlen, da sie dir ermöglicht, Zeit und Energie auf die Aufgaben zu konzentrieren, die am meisten zu deinem Erfolg beitragen. Mit diesen Schritten können auch Angestellte die Freiheit gewinnen, ortsunabhängig zu arbeiten und die Welt zu bereisen, ohne ihren Job aufgeben zu müssen. Kernaussage 7. Die ideale Geldquelle besteht darin, eine Geschäftsstruktur zu entwickeln, die unabhängig von deiner eigenen Arbeitsleistung funktioniert. Dies wird am effektivsten durch Automation erreicht, was das A in der Deal-Formel repräsentiert. Die neuen Reichen leben heute ihr gewünschtes Leben, weil sie über automatisierte Einkommensquellen verfügen, die mit minimalem Aufwand von überall auf der Welt aus funktionieren. Um solche Einkommensquellen zu schaffen, musst du ein Geschäft entwickeln, dessen Architektur ohne deine persönliche Beteiligung funktioniert. Dies bedeutet, dass der Vertrieb deines Produkts von einem Partnerunternehmen geleitet und die Website von einer Agentur gepflegt wird. Du selbst trittst in dieser Struktur nicht in Erscheinung, sondern liest lediglich Berichte von Dienstleistern und greifst nur ein, wenn es notwendig ist. Damit die Arbeit auch ohne deine direkte Beteiligung reibungslos abläuft, sind zwei Dinge entscheidend. Erstens, alle Beteiligten in der Geschäftsstruktur sollten eigenständig miteinander kommunizieren können, um Probleme ohne deine Vermittlung lösen zu können. Zweitens, du solltest so viel Verantwortung wie möglich an die Personen übertragen, die mit deinen Aufgaben betraut sind, sodass du nicht jede Entscheidung genehmigen musst. Diese Herangehensweise spart Zeit und verschafft dir die Freiheit, da du nicht ständig E-Mails beantworten oder telefonisch erreichbar sein musst. Die Frage, wer die Arbeit erledigen sollte, kann auf verschiedene Weisen gelöst werden. Heutzutage können nahezu alle Arten von Aufgaben an externe Experten ausgelagert werden, sei es die Produktion eines Produkts, der Versand oder der Kundenservice über ein Callcenter. Zudem lassen sich auch komplexere und wechselnde Aufgaben auslagern. Virtuelle persönliche Assistenten, VPAs, sind ein Beispiel für externe Unterstützung und sie können Aufgaben unterschiedlicher Art eigenständig ausführen. Durch die Zusammenarbeit mit spezialisierten Outsourcing-Partnern kann eine Geschäftsarchitektur entwickelt werden, in der deine eigene Rolle fast überflüssig wird. Kernaussage 8. Um ein automatisiertes Einkommen aufzubauen, benötigst du eine Muse, also ein geeignetes Produkt, das du vertreiben kannst. Es gibt verschiedene Ansätze, wie du eine solche Einkommensquelle schaffen kannst. Eine Möglichkeit besteht darin, ein bereits existierendes Produkt, beispielsweise als Lizenznehmer, weiterzuverkaufen. Allerdings sind die Gewinnmargen hier oft begrenzt. Daher empfiehlt es sich, ein eigenes Produkt zu entwickeln, das möglichst hohe Einnahmen generiert, ohne dass du viel Zeit und Aufwand dafür investieren musst. Um diese Produktideen zu entwickeln,
solltest du die Märkte, in denen du dich auskennst, genauer untersuchen und dann Ideen für Produkte brainstormen. Von nun an bezeichnen wir diese Produktidee als deine Muse, um sie von herkömmlichen Startups zu unterscheiden, die du nicht gründen möchtest. Im Unterschied zu einem herkömmlichen Unternehmen muss deine Muse nicht von dir selbst betrieben und verwaltet werden. Du möchtest nicht zum Unternehmer werden, der seine gesamte Zeit für strategische Meetings, Mitarbeiterführung und Management aufwendet. Daher ist es ratsam, nach einer Muse in einer Nische zu suchen, die nur geringe Zeit- und Geldinvestitionen erfordert, anstatt ein technisch aufwendiges Elektronikgerät zu entwickeln. Du könntest beispielsweise ein DVD-Kursprogramm zu deinem Fachgebiet oder spezielle Funktionskleidung für einen neuen Trendsport entwickeln. Tim Ferriss beispielsweise gründete 2001 ein Internetunternehmen, das Nahrungsergänzungsmittel namens Brain Quicken Air vertrieb und erwirtschaftete damit ein beträchtliches Vermögen, ohne selbst viel Zeit investieren zu müssen. Unabhängig von der Art deiner Muse ist es entscheidend, dass du dich von der Konkurrenz abhebst und zeigst, dass du Fachkenntnisse in dem Bereich besitzt, in dem du tätig bist. Dies kann beispielsweise durch Glaubwürdigkeitsindikatoren wie akademische Titel oder durch den Aufbau eines Expertenstatus erfolgen. Du könntest Seminare besuchen und umfangreiche Recherchen in einschlägiger Fachliteratur und auf Websites betreiben. Du musst für die Gestaltung eines originellen T-Shirts beispielsweise nicht unbedingt Modedesign studieren, aber es ist wichtig, dass du mehr Fachwissen besitzt als deine potenziellen Kunden. Kernaussage 9. Bevor du dich für ein Produkt entscheidest oder es in die Produktion gibst, ist es entscheidend zu überprüfen, ob es überhaupt Interesse bei potenziellen Kunden gibt. Die beste Methode, dies festzustellen, besteht darin, dein hypothetisches Produkt durch Mikrotests echten Kunden anzubieten und ihre Reaktionen zu analysieren. Ein solcher Test sollte nicht mehr als 400 Euro kosten und nicht länger als 4 Wochen dauern, bis du ein fertiges Produkt hast. Eine Möglichkeit für diese Tests ist beispielsweise, eine fiktive Online-Werbekampagne zu starten, verschiedene Anzeigen zu schalten und dann auszuwerten, welche Produktpräsentation von den Kunden am häufigsten angeklickt wird. Lass uns dies anhand einer Fallstudie veranschaulichen. Nehmen wir an, Johanna ist Yogalehrerin und hat die Idee, spezielle Yogakurse auf DVD für Kletterer anzubieten, da immer mehr Kletterer an ihren Yogastunden teilnehmen. Zuerst recherchiert sie ausführlich, um sicherzustellen, dass ein solches Angebot nicht bereits existiert. Wenn sie feststellt, dass dies nicht der Fall ist, erstellt sie eine Website mit Testimonials von ihren Yogaschülern und schaltet verschiedene Online-Anzeigen über Google AdWords. Anschließend vergleicht sie die Klick- und Konversionsraten, um herauszufinden, wie viele Menschen auf ihr Angebot reagieren und welche Suchbegriffe am besten funktionieren. Erst wenn genügend Interesse besteht und der Test erfolgreich verläuft, macht es Sinn, die DVD zu produzieren und zu vermarkten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen fiktiven Online-Shop einzurichten, der den Eindruck erweckt, dass das Produkt bereits bestellt werden kann. Erst wenn klar ist, dass es tatsächliche Käufer für das Produkt gibt, solltest du mit der Produktion beginnen. Kernaussage 10. Bei der Gestaltung eines Produkts für ein automatisiertes Einkommen gibt es mehrere wichtige Regeln zu beachten. Erstens sollte dein Produkt stets ein großes Versprechen abgeben, das es später auch erfüllen kann. Der Nutzen deines Produkts sollte sich in einem einzigen Satz zusammenfassen lassen. Ein Beispiel ist Apples Erklärung für den iPod im Jahr 2001: 1000 Songs in deiner Tasche. Zweitens ist es ratsam, die Kaufentscheidung für deine Kunden so einfach wie möglich zu gestalten und nicht zu viele Auswahlmöglichkeiten anzubieten. Je mehr Entscheidungen Kunden treffen müssen, wie verschiedene Farben oder Designs, desto eher brechen sie den Kaufprozess ab. Drittens ist es empfehlenswert, ein gehobenes Preissegment zwischen 50 und 200 Euro anzustreben. Ein höherer Preis und das Schaffen eines Premium-Images ermöglichen größere Margen und bieten mehr Puffer für eventuelle Reklamationen. Außerdem musst du deutlich weniger Produkte verkaufen und dich mit weniger Kunden auseinandersetzen, wenn jeder Verkauf mehr Umsatz generiert. Es hat sich gezeigt, dass Kunden, die bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen, oft diejenigen sind, die weniger wartungsintensiv sind. Sie haben das nötige Budget und neigen weniger dazu, jedes Produkt zu reklamieren, das ihre Erwartungen nicht erfüllt. Um das Produktversprechen zu unterstreichen, kannst du diesen Kunden sogar anbieten, nicht nur den Kaufpreis, sondern auch eine zusätzliche Entschädigung zu bezahlen, falls sie mit ihrem Kauf nicht zufrieden sind. Dadurch zeigst du deinen Kunden, dass du es ernst meinst und ihr Vertrauen stärkst. Zusammenfassung zum Buch von Tim Ferriss.
Die Philosophie der neuen Reichen bietet die Möglichkeit, ein erfülltes Leben mit mehr Freizeit und Luxus im Hier und Jetzt zu genießen. Hier sind einige konkrete Schritte, die du befolgen kannst. Erstens, erstelle einen Traumplan. Setze klare Ziele für das, was du in 6 Monaten erreichen möchtest, einschließlich der finanziellen Kosten. Kalkuliere ein monatliches Einkommen, um diese Ziele zu erreichen. Zweitens, überprüfe deine Effektivität. Achte darauf, deine Zeit auf die wichtigen Aufgaben zu konzentrieren, anstatt Zeit mit unnötigen Tätigkeiten zu verschwenden. Verwende Erinnerungen wie Post-its, um dich selbst auf Kurs zu halten. Drittens, finde einen virtuellen persönlichen Assistenten, VPA. Ein VPA kann dir helfen, wichtige Aufgaben zu delegieren, damit du dich auf dein Kerngeschäft oder dein Privatleben konzentrieren kannst. Plattformen wie myvpa.com können dir bei der Suche nach einem VPA helfen. Indem du diese Schritte befolgst und die Prinzipien der neuen Reichen anwendest, kannst du einen Weg zum automatisierten Einkommen und zu einem luxuriöseren Lebensstil im Hier und Jetzt finden. Tim Ferriss' Buch enthält weitere Tipps und nützliche Ressourcen, um dieses Ziel zu erreichen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!